Irgendwo gibt es eine Welt, die nur aus Plastik und Metall besteht. Dort gibt es große Städte mit prachtvoll blitzenden Stahlfassaden, aber auch kleine Städtchen mit hübschen bunten Blechhäuschen und ordentlichen Vorgärten aus Metall. Sie werden natürlich gepflegt. Die Bäumchen werden mit der Blechschere gestutzt und der Rasen wird regelmäßig abgeschmirgelt. Nur das machen keine Menschen. Die gibt es hier nämlich nicht. Hier gibt es nur Roboter. Natürlich sehen die ganz anders aus als wir. Manche haben Räder statt Beine. Manche erinnern an Briefkästen oder Telefone. Manche bewegen sich rollend vorwärts und manche wirken wie Schaufensterpuppen. Aber egal wie sie aussehen, im Herzen sind sie wie du und ich. Hey Dad, hast du mich springen sehen? Klar, was denkst du denn? Roboterkinder spielen und springen Seil. Und natürlich naschen sie auch gern. Eine Kugel Schmiere in der Waffel, bitte. Aber statt Eiscreme mögen Roboter ölige Schmiere und zum Mittagessen eine leckere Portion Schrauben. Trotzdem sind sie uns Menschen sehr, sehr ähnlich. Juhu! Ich werde bald Vater! Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Jeden Moment kommt mein Baby! Mr. Herb Copperbottom, ein ganz gewöhnlicher Durchschnittsroboter mit einem kleinen Blechkastenbäuchlein, ist vor Freude ganz aus dem Häuschen. Er hüpft und springt, dass die Scharniere quietschen. Hey, ich werde gleich Vater. Sie können mir gratulieren. Ja. Nachdem er all seine Nachbarn stolz die frohe Botschaft verkündet hat, rast er nach Hause zu seiner Frau. Ich bin da. Ach, Liebling, es tut mir so leid. Es ist gekommen, als du weg warst. Oh. Ist doch egal. Das Schönste ist sowieso, das Baby zu machen. Mrs. Copperbottom hält eine große Kiste in ihren Armen. Darauf steht: Bau ein Baby. Tja, in der Roboterwelt werden Babys nämlich nicht geboren, sie werden zusammengebaut. Liebling, ich glaube, du hast das Falsche. Nein, ich brauche diese alberne Anleitung nicht. Irgendwann ist es dann endlich soweit. Das Roboterbaby ist fertig. Sieh doch mal, sieh ihn dir an. Rodney Copperbottom. Er hat die Augen von deiner Mutter und die Nase von meinem Vater. Ich wusste, es ist schlau, die Teile aufzuheben. Mit den Augen seiner Großmutter blinzelt der kleine Rodney in die Welt hinaus. Schnell zieht sein Vater noch eine Schraube fest, denn Großvaters Metallnase wackelt ein bisschen. Dieser Copperbottom wird Großes für die Welt tun, das spüre ich. Doch ein Baby kann auch nichts Großes vollbringen. Es muss erst wachsen. Und bei Robotern bedeutet das: Sie brauchen größere Bauteile. Als Rodney 5 Jahre alt ist, wartet er schon sehnsüchtig auf seinen neuen Bausatz. Hallo, Schatz. Sind das meine Teile für große Jungs? Ja, hier sind sie. Oh! Aber die glänzen gar nicht. Naja, sie sind nicht fabrikneu, sie sind gebraucht. Also. Es sind abgelegte Teile von deinem Cousin, Jeffrey. Die Metallteile für Arme, Beine und Körper sind schon ein bisschen zerkratzt und zerbeult. Aber für fabrikneue Wachstumsteile haben Rodneys Eltern leider kein Geld. Der kleine Junge ist darüber ein bisschen traurig, denn er hätte gern strahlend und glänzend ausgesehen. Vor allem heute, weil eine große Parade durch die Straßen ihrer Stadt zieht. Mit leuchtenden Augen betrachtet Rodney die Musiker und Tänzer. Da fällt sein Blick auf einen Luftballon. Eine riesige Kugel mit einem runden, freundlich lachenden Gesicht. Wer ist das? Das, Rodney, ist Big World, der größte Roboter der Welt. Ich dachte, du wärst der größte Roboter der Welt. Nein, abgesehen von mir. Er ist der Chef der Big World-Werke. Er erfindet Dinge, die das Leben von uns allen besser machen. Kann ich mich mit dem mal treffen? Klar, vielleicht irgendwann mal. Dad? Ja? Was arbeitest du? Ich? Ich arbeite in einem großen, vornehmen Restaurant. Ich bin Geschirrspüler. Ja. Rodneys Vater ist eine Geschirrspülmaschine auf Beinen. Er muss nur die Klappe an seinem Bauch öffnen, die schmutzigen Teller einräumen und die sauberen dann in Regalen stapeln. Das ist praktisch, aber kein besonders aufregender Beruf. Trotzdem ist Mr. Copperbottom mit seinem Leben ganz zufrieden. So vergehen 5 weitere Jahre. Rodney ist nun 10 Jahre alt und ein großer Fan des berühmten Mr. Big World, dem größten Roboter der Welt. Und jetzt live aus Robot City, die Big World Show! Juhu! Oh ja! Aha! Komm her, Dad! Du verpasst ja alles!
Ich komme ja, Rodney. Schon gut, ich komme, ich bin unterwegs. Vater und Sohn machen es sich vor dem Fernseher gemütlich. Und hier ist der Gastgeber unserer Sendung, Bigwell! Willkommen! Vielleicht habt ihr Lust, euch diese Woche mal in den Bigwell-Werken umzusehen. Das hier ist das Haupttor. Sieht süß aus. Ein riesiges Eisentor versperrt den Eingang zu den Bigwell-Werken. Gemächlich rollt der Firmenboss zum Pförtner, der für das Öffnen und Schließen des Tors verantwortlich ist. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, verehrter Mr. Bigwell. Tim, wer hat das Tor zugesperrt? Na ja, ich hab mir so gedacht, weil... Oh nein, wir sperren niemals das Tor zu, Tim. Das Tor zusperren heißt frische Ideen aussperren. Jeden Tag kommen Roboter von nah und fern und bringen uns neue Ideen. Das an. Hey, seht ihr? Und ich höre mir jede einzelne Idee an. Ihr dürft nie vergessen, ob du nun aus fabrikneuen, gebrauchten oder Ersatzteilen bestehst. Du kannst glänzen, woraus auch immer du gebaut bist. Er redet mit mir, Dad. Das tut er, Kleiner. Ja, das tut er. Rodney nimmt sich die Worte des großen Bigwell sehr zu Herzen. Er will auch ein Erfinder werden. Fleißig bastelt und experimentiert er herum. So vergehen 2 weitere Jahre. Und natürlich versäumt der Roboterjunge auch jetzt keinen Fernsehauftritt seines Vorbilds. Ich bastel gern ein bisschen, aber alle Bastelei der Welt bringt gar nichts, wenn sie nicht mit einer guten Idee anfängt. Also, seht euch nach einem Bedarf um und dann überlegt euch ein paar schlaue Ideen, um den Bedarf zu decken. Die erste Idee führt schnell zur zweiten. Und ehe ihr euch verseht, seid ihr fertig. Bedarf geweckt, Bedarf gedeckt. Das ist es, Dad. Ich muss einen Bedarf... Und Rodney weiß auch schon, welchen Bedarf er decken kann. Er will seinen Vater entlasten. Er will ihm seine Arbeit als Geschirrspüler erleichtern. Sofort macht er sich an die Arbeit. Aus einer Kaffeekanne bastelt er einen kleinen Roboter mit langen, beweglichen Armen. Er nennt ihn Wonderbot. Die Generalprobe fällt kläglich aus. Wonderbot spült die Teller nicht. Er zerschmettert sie. Doch Rodney gibt nicht auf. Er arbeitet weiter an Wonderbot, obwohl er viele Misserfolge einstecken muss. So vergehen die Jahre und aus dem Roboterkind wird ein junger Mann. Rodney beendet erfolgreich die Schule. Doch was jetzt? Erst einmal kellnert er in dem Restaurant, in dem auch sein Vater arbeitet. Als er schmutzige Teller in der Küche abliefert, erschrickt er. Der Geschirrspüler seines Vaters rumpelt und scheppert und die Klappe hat einen Riss. Oh, hey. Sobald du in dem Alter bist, wo deine Garantie abläuft, fängst du an, auseinanderzufallen. Nicht mehr lange und ich bestehe komplett aus Klebeband. Herb Copperbottom braucht wirklich Hilfe. Stolz streckt ihm Rodney seine Erfindung entgegen. Probier ihn aus, Dad. Rodney. Hast du aus ihm schon all die kleinen Macken rausgekriegt? Komm schon, er macht deine Arbeit leichter. Ich habe ihn für dich erfunden. Okay, versuchen wir's. Klasse. So, es ist soweit. Wonderbot, los an die Arbeit. Die Kaffeekanne verwandelt sich in Wonderbot, den kleinen Roboterhelfer. Der Kannenboden senkt sich ab. 2 große Augen tauchen auf, die sofort den Stapel schmutziger Teller entdecken. Rodneys Erfindung weiß, was er zu tun hat. Sein Propeller aus Esslöffeln dreht sich. Wonderbot kann sogar fliegen. Mit seinen beweglichen Armen und Beinen belädt er blitzschnell den Geschirrspüler. Dann reinigt er die Töpfe und stapelt die sauberen Teller fein säuberlich nach Größe und Form. Alle in der Küche sind begeistert. Wonderbot ist fast fertig. Da erscheint der Besitzer des Restaurants. Copperbottom! Mr. Gunk! Rodneys Erfindung erschrickt und fängt an zu taumeln. Was ist das? Oh, das. Den hat mein Sohn gebaut. Und was macht er? Mr. Gunk, bitte. Sie machen ihn nervös. Nervös ist untertrieben. Wonderbot gerät in Panik und stößt gegen die Tellerstapel. Er verwüstet meine Küche! Mr. Gunk schnappt sich ein Hackbein. Ich halte ihn auf! Schnell bringt Rodney seine Erfindung in Sicherheit. Dein Sohn! Er kann nichts dafür! Er hatte damit nichts zu tun! Jawohl, und der Junge hat was im Köpfchen. Er ist ein Erfinder. Das interessiert Copperbottoms Chef herzlich wenig. Den Schaden muss Rodneys Vater natürlich bezahlen. Du, räum den Schweinestall auf! Und du, verschwinde, Erfinder! Mit zornrotem Gesicht schiebt er Rodney aus der Küche hinaus.
Du bist der Gebrauchteile-Sohn eines Geschirrspülers und das wirst du auch immer bleiben. Ja, hier in dieser kleinen Stadt stimmt das wohl. Deshalb fasst Rodney einen Entschluss. Er will nach Robot City. Dort wird er Mr. Bigwell seine Erfindung zeigen, Geld verdienen und es seinem Vater schicken. Denn, wie sagt sein großes Vorbild immer, Bedarf geweckt, Bedarf gedeckt. Mit seinem Koffer steht Rodney schon bald am Fahrkartenschalter des kleinen Bahnhofs. Hin und zurück oder nur hin? Nur hin. Da tauchen seine Eltern auf. Hier steckst du also. Ich wusste, dass ich ihn finden würde. Mütterlicher Instinkt. Instinkt? Er hat uns einen Zettel dagelassen. Ich gehe fort. Ich bin dann erstmal am Bahnhof. Wie auch immer. Nimm den Koffer und komm sofort mit nach Hause. Nein, Mom. Versteh doch, ich muss das tun. Ich fahre nach Robot City. Noch heute. Ich suche mir einen Job und helfe Dad, die Schulden bei Mr. Gang zu bezahlen. Red du mit ihm. Robot City? Du bist doch noch ein Kind. Aber hier wird nie was aus mir werden. Ich will ein Erfinder sein. Ich will Big World kennenlernen. Ich will auch mal jemand sein. Du bist schon jemand. Jemand, der auf keinen Fall in diesen Zug steigt. Doch, ich steige ein. Rede mit ihm. Rodneys Vater geht zum Fahrkartenschalter. Einmal nach Robot City. Wo willst du denn hin? Nicht für mich, für ihn. Aber... Rodney, als ich in deinem Alter war, wollte ich Musiker werden. Wusstest du das? Ich habe auch gar nicht so schlecht gespielt, aber... Aber mein Vater hatte Angst, dass ich nicht davon leben könnte. Also wurde ich zum Geschirrspüler umgerüstet. Ich will mich gar nicht beklagen, aber ich habe mir mein Leben lang gesagt, wenn ich von vorn anfangen könnte, dann würde ich meinen Traum wahrmachen. Aus dir wird etwas Großes, Rodney. Zweifle nie daran. Du fährst nach Robot City. Du findest deinen Weg zu Big World und du zeigst ihm deine großen Ideen. Und Rodney, du darfst nie, niemals aufgeben. Mr. Copperbottom versteht seinen Sohn. Die beiden umarmen sich. Es heißt Abschied nehmen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dad. Du wirst stolz auf mich sein. Das weiß ich, Junge. Als Rodney im Bahnhof von Robot City ankommt, herrscht reger Betrieb. Unzählige Roboter eilen geschäftig herum. Keiner gönnt dem verwirrten Rodney auch nur einen Blick. Entschuldigung, ich wüsste gerne. Können Sie mir den Weg zu den Big World Werken? Ein roter Roboter mit einer Kurbel am Kopf fotografiert den Neuankömmling. Perfekt! Das macht 50 Mäuse. 50 Mäuse? Wofür denn? Für ein super Bild von deinem ersten Augenblick in Robot City. Da, ich habe deinen zweiten Augenblick angefangen. Das macht nochmal 50. Rechnest du mit? Ja, ich liebe es, liebe es, liebe es! Aber ich will keine Fotos! Willst du nicht? Nein! Das trifft sich gut, ist sowieso kein Film drin. Willst du einen Stapler mit den Häusern der Stars kaufen? Wo ist er hin? Rodney hat sich davongeschlichen. Von diesem verrückten Fotografen bekommt er sowieso keine Auskunft. Stadtexpress zum Gießerei-Bezirk. Helfen nur bei den Big Wine-Werken und am Battery Park. Bitte ziehen Sie Schrauben, Muttern und abnehmbares Zubehör fest. Fahrgästen, die unter hohem Öldruck leiden, empfehlen wir den regulären Zug. Wir danken Ihnen und wünschen einen schönen Tag. Ein Express, der bei den Big World Werken hält. Na also, schnell steigt der junge Erfinder in eine der bereitstehenden Drahtkugeln. Da bekommt er Gesellschaft. Sag mal, hey, läufst du mir nach? Nein. Der verrückte Fotograf steigt ein. Zum ersten Mal im Stadtexpress? Naja, um ehrlich zu sein. Auweia! Schnell zieht er sich einige Schrauben an seinem Kopf fest. Er ist schon ein älteres, demoliertes Modell und er weiß, was ihn beim Express erwartet. Im Gegensatz zu Rodney. Der schaut staunend zu, wie sich ein riesiges Tor öffnet. Tief unter ihnen taucht die Großstadt auf. Robot City. Wow! Na, viel Glück in der großen Stadt. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Und wenn du es hier nicht schaffst, willkommen im Club. Da rollt die Drahtkugel los. Oh nein. Was? Was ist denn? Wir rollen aus der Bahn, wir knallen da runter. Was? Ich will nicht sterben. Sie stürzen ins bodenlose Nichts. Landen planmäßig auf einer steilen Kugelbahn. Drehen einige Loopings und sausen durch rotierende Scheiben. Nur
Nun ja, Express heißt nun mal schnell. Und die beiden Roboter kommen auch wirklich sehr schnell an der Haltestelle an. Entschuldige. Rodneys Begleiter steigt mit wackeligen Beinen aus und verliert dabei ein Auge. Ich sag dir, was mir so alles abfällt, ist sowas von peinlich. Rodney bemerkt das nicht. Er hat das Eingangstor der Big World-Werke entdeckt. Boah. Langsam und ehrfürchtig geht er darauf zu. Über dem riesigen Tor steht das Motto des Firmengründers. Du kannst glänzen, woraus auch immer du gebaut bist. Rodney ist am Ziel. Doch das Tor ist verschlossen, bewacht von einem kleinen Pförtner. Huhu, Entschuldigung, kann ich dir weiterhelfen? Verzeihung, hey, du bist doch Tim, der aus der Fernsehsendung. Der bin ich. Also hallo, Tim, wer hat das Tor zugesperrt? Es soll doch immer offen... Ja, was willst du? Oh, ich möchte gern zu Mr. Big World. Ich bin nämlich Erfinder. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Einen Moment. Tim öffnet das Tor. Danke. Der junge Erfinder will eintreten. Da schließt sich das Tor schon wieder. Was? Angeschmiert. Verstehst du? Du hast dich schon so sehr gefreut. Und dann boom. Tut mir leid, kleiner, es darf keiner rein. Firmenvorschrift. Aber wie stellen Sie denn dann neue Erfinder ein? Gar nicht. Die Zeiten sind vorbei. Meine Empfehlung, komm vor 2 Jahren nochmal, dann hast du den Job. In den letzten 2 Jahren haben sich tatsächlich die Firmenvorschriften geändert, denn Mr. Big World hat sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen. Jetzt herrscht Ratchet, ein silbern glänzender Stahlroboter mit Bodybuilder-Stahlkörper und stahlharten Augen. Hallo, Botschaft an Big World. Wir sind nicht die Wohlfahrt. Ratchet starrt die Teilnehmer der Firmenkonferenz finster an, während er ein Videoband seines ehemaligen Chefs einlegt. Ihr dürft nie vergessen, ob du nun aus fabrikneuen, gebrauchten oder Ersatzteilen bestehst. Du kannst glänzen, woraus auch immer du gebaut bist. Meine Güte, ein bemerkenswertes Erbe, das wir da antreten. Die Sorge um den kleinen Roboter auf der Straße. Solche altmodischen Werte findet man heutzutage kaum noch, Freunde. Und mit Recht. Damit ist kein Profit zu machen! Deshalb sitzt die alte Riesenmurmel ja auch nicht mehr im Chefsessel. Seine Zeit ist vorbei! Also kommt mir gefälligst nie wieder mit. Wo ist Big World? Zurück zum Geschäft. Wie quetschen wir den letzten Penny aus Mr. und Mrs. Durchschnittstrottel heraus? Was ist unser Verkaufshit? Ratchet beantwortet seine Fragen gleich selbst. Er präsentiert eine Reihe glänzender Roboterkörper, die alle ein bisschen an ihn selbst erinnern. Upgrades, Leute, Upgrades! Damit machen wir unsere Kohle! Und Profit ist das Einzige, was Ratchet interessiert. Mit stolz geschwellter Brust präsentiert er seinen Werbespot, in dem alle Roboter die neuen Upgrades tragen. Beeindruckend, aber auch furchteinflößend. Denn alle sehen gleich aus. Sie glänzen zwar ganz herrlich, aber Vielfalt und Einzigartigkeit bleiben auf der Strecke. Wenn wir Robotern weismachen, dass sie, egal woraus sie gebaut sind, genau richtig sind, wie können wir da erwarten, dass sie sich schäbig genug fühlen, um sich mit unseren Upgrades ein klein wenig aufzuwerten? Deshalb hatte ich die Idee für einen neuen Slogan. Warum dir treu sein? Du kannst heute noch neu sein! Die Firmenmitglieder applaudieren ihrem Chef. Alles andere wäre auch höchst gefährlich, denn Ratchet duldet keinen Widerspruch. Aber eine junge, hübsche Roboterfrau kann ihren Unmut nicht ganz verbergen. Skeptisch schaut sie auf die neuen Upgrades. Cappy, du sagst gar nichts. Er macht mir eine Gänsehaut. Dankeschön, dankeschön. Aber? Ich frage mich, welcher Roboter kauft sich Upgrades, wenn es so viel billiger ist, Ersatzteile zu kaufen? Oh, natürlich. Nun ja, das hat sich erledigt. Wir werden nämlich ab heute kein einziges Ersatzteil mehr bauen. Oh. Wisst ihr, wie ich Roboter nenne, die zu arm für Upgrades sind? Altmetall. Man sieht sie auf den Straßen, verbeult und verrostet. Da kann einem doch wirklich alles hochkommen. Man könnte buchstäblich in die Luft gehen. Cappy, deine Abteilung macht unseren neuen Slogan bekannt. Ich habe dich in das Büro neben meinem verlegt. Ganz tief schaut Ratchet der hübschen Frau in die Augen. Wir werden sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Wird das nicht ein Spaß?
zum Totlachen. In diesem Augenblick schwebt Rodney, an Wonderbots langen, dünnen Ärmchen hängend, zum Fenster herein. Oh, tut mir sehr leid. Ich bin ein junger Erfinder und es war immer mein Traum, nach Robot City zu gehen und meine Ideen Mr. Big World vorzustellen. Der anscheinend nicht anwesend ist. Oh nein, nein. Aber solange er weg ist, lässt er sich von mir vertreten. Oh, wenn ich darf, dann zeige ich Ihnen, was er kann. Ich habe eine bessere Idee. Ich würde vorschlagen, ich zeige dir, was er kann. Er kann... Ratchet schleudert Wonderbot aus dem Fenster. Und Rodney ergeht es auch nicht viel besser. Ein großer Elektromagnet senkt sich über ihn und zieht ihn an. Hilflos klebt Rodney fest wie eine Fliege im Spinnennetz. So wird er vor das Eingangstor der Big World-Werke befördert, wo er unsanft im Dreck landet. Den Pförtner scheint das nicht zu überraschen. Und wie war's? Verdammt, was ist hier eigentlich los? Da sitzt so ein schlank gewienerter Schaumschläger in Mr. Big World's Sessel. Und du sitzt auf dem Bürgersteig, magnetisiert. Ich sag dir, ich komme wieder und ich gehe der Sache auf den Grund. Ja, Rodney ist jetzt tatsächlich magnetisch. Schon sausen kleine Metallteile auf ihn zu. Junge, also wenn es ums Versagen geht, hängst du dich ja voll rein. Sag mal, wo wachsen denn solche Träumer wie du? Der Träumer sieht schon wie ein metallgeschmückter Weihnachtsbaum aus. Und dann wird es richtig brenzlig. Blechdosen, alte Radkappen, Mülltonnendeckel, nichts kann seiner magnetischen Anziehungskraft widerstehen. Verzieh dich, du Lachnummer! Ein Gullideckel klebt nun an Rodneys Fuß. Er kommt kaum noch von der Stelle. Da saust auch noch ein Müllcontainer auf ihn zu. Er erwischt den Jungen mit so viel Schwung, dass er von der Straße abhebt und in die Tiefe stürzt. Denn Robot City ist in mehreren Etagen gebaut. Ganz oben die Reichen und Mächtigen. Weiter unten die Armen und die Altmodelle. Und noch tiefer das Altmetall. Hier landet Rodney. Bewusstlos liegt er in einer Tonne. Nur eine Etage tiefer befindet sich die große Roboterpresse. Hierher kommen alle verschrotteten Roboter. Hier werden sie eingeschmolzen und weiterverarbeitet. Und hier herrscht Madame Gaskett, Ratchets Mutter. Na schön, Pause, Leute. Na schön, Pause wieder vorbei. Hopp, hopp. An Ketten aufgehängt, schwebt sie wie ein Dämon über den Arbeitern. Ihr breites Maul erinnert an einen Haifisch und ihre Hände sind mit scharfen Metallkrallen bestückt. Bin ich denn da? Tag, Mutti! Um ihren Sohn, den Chef der Big World-Werke, begrüßen zu können, lässt sich Madame Gaskett auf den Boden hinuntersinken. Tag, Mäuschen! Wie geht's meinem Kleinen? Klasse! Ich habe deinen Ratschlag befolgt. Schluss mit diesem Ersatzteilquatsch. In ein paar Wochen sind diese kaputten Gestalten auf den Straßen nur noch Altmetall. Bald stehst du bis zum Hüfthalter in Roboterresten. So ein braver Junge. Und wenn du erst Big World beseitigt hast, gibt es keinen mehr, der sie reparieren kann. So ist es. Sag mal, musst du immer darauf rumreiten? Red kein Schock! Diese Altmodelle sehen zu ihm auf. Angenommen, er kommt wieder zurück, was dann? Oh, echt mal, Mutti. Da, wo er ist, stört er uns doch nicht. Hast du keinen Saft in den Leitern? Sei endlich ein Mann. Oder willst du etwa so enden wie dein Vater? Oh. Ratchets Vater, der, im Gegensatz zum Rest der Familie, ein richtig netter Roboter ist, baumelt gefesselt von der Decke herab. Hallo, Söhnchen. Schön, dich zu sehen. Überleg dir, was das bedeutet. Schluss mit den Big World-Werken. Die Ratchet-Werke sind die Zukunft. Red weiter. Ratchet City! Ja, dort wäre alles glänzend. Schluss mit Big World! Schluss mit den Altmodellen! Worauf warten wir? So mag ich meinen Kleinen. Hast du Hunger? Soll ich dir irgendwas machen? Du siehst dünn aus. Oh, nein, danke, Mutti. Keine Zeit. Bis dann. Oh, Fadi. Mach's gut, Söhnchen. Viel Glück bei deinen niederträchtigen Plänen.
Über der Fabrik durchwühlt der verrückte Fotograf die Altmetallhaufen. Fender, so heißt der verbeulte Kerl, ist mal wieder auf der Suche nach Ersatzteilen. Dabei findet er den bewusstlosen Rodney. Kurzerhand schraubt er ihm einen Fuß ab. Hey! Nein! Hallöchen! Hör mal, wenn es gleich so aussieht, als würde ich kleiner werden, dann liegt das daran, dass ich verschwinde! Komm, Fuß! Wir gehen! Halt! Hey, das ist mein Fuß! Humpelnd stürzt sich Rodney auf den Fußdieb. Bei dem Gerangel verliert Fender seinen Kopf. Au! Na, klasse! Bist du jetzt zufrieden? Nicht, solange du immer noch meinen Fuß hast, du Räuber! Ich bin kein Räuber. Ich bin vielmehr ein Schnorrer. Ich wusste ja nicht, dass du an dem Fuß dranhängst. Schnell schraubt sich Rodney seinen Fuß wieder an. Ich helfe dir. Du stehst ja vollkommen neben dir. Nein, 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 ich komm klar. Ich habe auch meinen Stolz. Aber es ist gar nicht so einfach, einen Kopf aufzuheben, wenn der Körper nicht sieht. Hier rüber. Oh nein, 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 warte, nicht auf den... Warte. Au! Fender gibt seinem Kopf einen unbeabsichtigten Tritt, sodass dieser in hohem Bogen durch die Luft fliegt. Hinüber zu seinen Freunden. Das bringt überhaupt nichts. Es gibt einfach nichts mehr. Crank schüttelt betrübt seinen langen, dünnen Kopf. Und auch Luke, sein großer grüner Freund, hat keinen Erfolg bei der Suche nach Ersatzteilen. Ich finde einfach nirgendwo Teile in meiner Größe. Schließlich finden sie Fenders Kopf in einem alten, rostigen Korb. Hey Fender, hast du abgespeckt? Abgespeckt? Sieh ihn dir an! Er ist ein Kopf, der in einem Korb liegt! Wir sind verloren, ich wusste es, wir sind verloren! Ach, hör auf zu jammern, du neurotische Niete! Ich würde dich ohrfeigen, wenn ich eine Hand hätte! Oh, wenn man vom Teufel spricht, da komme ich! Fenders Körper naht mit unsicherem Schritt. Für seine Freunde scheint dies recht alltäglich zu sein. Sie wühlen weiter im Gerümpel. Da entdeckt Fenders kleine Schwester eine ungewöhnliche Kaffeekanne. Wow, guck mal, Leute! Vorsichtig streckt Wonderbot seine Augen aus der Kanne. Wer schmeißt denn bloß so ein süßes Dings da weg? Oh, hab keine Angst. Hey, das ist meiner! Das ist er! Das ist der Kerl! Ich kenn das Gesicht! Ich kenn das Gesicht! Und ich kenn den Fuß! Psst! Der ist da drüben, Trottel! Das ist der Gewalttäter! Er hat mir den Kopf abgeschlagen! Komm her, wenn du mehr willst! Hör mal, Kumpel, wenn du dich mit meinem großen Bruder anlegst, muss ich dir sagen, du bist eigentlich echt süß. Piper, würdest du dich bitte mal beherrschen? Piper ist ein süßes, gelbes Robotermädchen mit Kulleraugen, einer frechen Stupsnase und Düsenzöpfen. Kommt, wir müssen Fender zusammen basteln. Wie üblich. Hier hast du dein Dingsbums wieder. Ach übrigens, mein Name ist Piper. Reimt sich auf Piper. Also, man sieht sich. Ich weiß nicht, wie oft ich dir vorgebetet habe. Red nicht mit seltsamen Fremden. Mit dir rede ich ja auch. Seltsamer geht's ja wohl nicht. Stimmt. Fender ist wirklich sehr seltsam. Und noch seltsamer ist er, wenn er ohne Kopf durch die Gegend läuft. Also machen sich die Freunde auf den Weg zu Jack Hammer, dem Ersatzteillieferanten, um ein neues Halsgelenk zu kaufen. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Erstmal die schlechte. Ich habe die Listen durchstöbert. Ab sofort wird für dein Modell nicht mehr ein Teil gebaut. Du bist jetzt offiziell ein Altmodell. Altmodell? Wow, prima Sache. Was ist die gute Nachricht? Naja, als wir deine Teile noch geführt haben, waren sie im Schlussverkauf. Wie konnte mir das nur passieren? Ich bin doch praktisch noch enttönt. Meine Güte, jetzt reiß dich aber mal zusammen. Du brauchst bloß ein Upgrade. Stolz präsentiert Jack Hammer die glänzenden Körperteile der neuen Robotergeneration. Dieser Duft nach neuem Upgrade. Haben wir gerade reinbekommen. Vollausstattung. Da! Gibt's das auch in Übergrößen? Klar! Werft einen Blick auf die neue Big World Frühjahrskollektion. So ein Glitzerkram ist zu teuer für mich. Ich brauch doch nichts weiter als ein lumpiges Halsgelenk. Warum passiert sowas gerade mir? Kumpel, tut mir leid. Entweder Upgrade oder Roboterpresse. Roboterpresse? Mir geht's gut. Hör mal zu, Konservendose. Geh da rein und such nach einem Teil für meinen Bruder. Wir sind kein Schrott. Wir sind kein Altmetall. Und wir lassen uns von dir auch nicht so behandeln. Es tut mir leid. Ich habe keine Teile für ihn. In diesem Augenblick mischt sich Rodney ein, der den Freunden gefolgt ist. Haben Sie zwei Dichtungsringe, eine Sprungfeder und Schnellverbinder? Ich kann dich problemlos reparieren. Mit solchen Kleinteilen kann Jack Hammer tatsächlich dienen. Und Rodney macht sich gleich ans Werk.
Wann bist du das letzte Mal geölt worden? Darauf kann ich in Gegenwart meiner kleinen Schwester nicht antworten. Red kein Blechfender! Halt still, das wird etwas kitzeln. Wenn ich mich erst mal vorstellen dürfte. Ich bin Fender. Früher hieß ich mal Blender. Aber ich musste meinen Namen wechseln. Steuerschulden? Copperbottom. Rodney Copperbottom. Verrat mir eins. Was macht ein Monsieur wie du zwischen den Abfällen? Naja, ich habe heute einen Versuch gestartet, Bigwell zu sehen. Also, wenn du ihn aufspürst, sag ihm, dass er dringend gebraucht wird. Er hat sich um Roboter wie uns gekümmert. Ich habe gehört, die haben ihn kalt gemacht und wollen, dass der Rest von uns auseinanderfällt. So, das sollte halten. Seht her, mein Hals ist wieder Fender ist zufrieden. Da nähert sich ein großes Fahrzeug mit rotierenden Metallbürsten. Ein Feger! Ein Feger? In Luft auflösen! Schnell verstecken sich alle, denn die Feger kehren Altmetall ein. Was läuft denn hier? Naja, wenn du ein Altmodell bist, wie Fender. Hey! Kehren sie dich auf und du wanderst in die Roboterpresse. Da schmelzen sie dich ein und machen aus dir etwas vollkommen anderes. Oh, du meinst... Feger. Kaum ist der Feger verschwunden, machen sich die Freunde auf den Heimweg. Rodney nehmen sie natürlich mit. Ist man in Robot City, Gast der Rostis? Da sind wir. Schläft man in Tante Fannys Pension, wo unser Motto lautet, wer rostet, muss rasten. Ich sag ihr nur Bescheid, dass du da bist. Tante Fanny! Wir haben Besuch. Ich bin in der Küche. Stört es deine Tante auch wirklich nicht? Bleib locker, sie ist nicht meine Tante. Sie nimmt hier Roboter auf, die, blank sind. Die Gute. Warum nennst du sie dann Tante Fanny? Wir können sie ja schlecht Dampfwalze Fanny nennen. Ja, denn Fanny hat ein Hinterteil, das einer Dampfwalze alle Ehre macht. Ihr Po ist nämlich so groß, rund und dick, dass sie die Arme kaum umdrehen kann, ohne dass alles zu Bruch geht. Oh, Schrott! Sie macht immer ein bisschen viel Wind. Und ich kann dir verraten, manchmal sind ihre Winde furchtbar. Himmel, Gesäß und Wolkenbruch. Oh, ich bin so ein Trampel. Oh, Hallöchen. Wer bist du denn, junger Mann? Ich bin Rodney Copperpopo. Nein, ich bin Rodney Copperbottom. Copperbottom. Dein Name ist wirklich wunderschön. Copperpopo. Abgesehen von ihrem riesigen Po sieht Tante Fanny wirklich bezaubernd aus. Ihr Blechkörper ist ganz rosa. Sie hat wunderschöne große Augen mit langen Drahtwimpern, einen roten Kussmund und sie hat ein Herz aus Gold. Tante Fanny, dieser Junge braucht eine Unterkunft. Naja, dann fühl dich hier einfach wie zu Hause. Danke, das finde ich unheimlich nett von Ihnen. Es ist mir ein Vergnügen. Bedarf geweckt, Bedarf gedeckt. Hey, genau wie Big World. Ach, Big World, da hat man viel Roboter fürs Geld. Natürlich lässt Tante Fanny den jungen Erfinder kostenlos bei sich wohnen. Allerdings sind alle Zimmer belegt. Komm, penn bei mir. Den Tratsch ignorieren wir. Und den Müll anscheinend auch, denn Fenders Zimmer sieht wie ein Abfallhaufen aus. Das ist es. Mein geliebtes Heim. Und was mein ist, ist auch dein. In zwei alten Autoreifen machen es sich die beiden bequem. War ein heftiger Tag, hä? Ja. Mein Dad wartet bestimmt am Telefon darauf, dass ihm sein genialer Sohn erzählt, was für ein Wahnsinnserfolg sein erster Tag in der Stadt war. Ich weiß, das ist nicht dein Problem. Wer seine Freunde belastet, hat bald keine mehr. Was denn? Bist du ein sprechender Glückskeks? Dafür sind Freunde ja wohl. Betrachtest du mich als Freund? Klar, als was sollte ich dich sonst betrachten? Keine Ahnung. Als abschreckendes Beispiel, als Albtraum für deine Eltern, als verzweifelten Hilferuf, die Liste ist endlos. Dann einigen wir uns einfach auf Freund. Auch wenn du heute einen enttäuschenden Tag hattest, vergiss niemals. Schon morgen kann alles viel schlimmer sein. Am nächsten Morgen treffen sich die Freunde in Tante Fannys Küche. Frühstück! Das bringt euch alle ein bisschen in Schwung, Tante Fannys frisch aufgebrühte Schmiere. Lecker! Genüsslich gießen sie sich die warme Schmiere über ihre Gelenke. Und? Was wollt ihr heute machen? Wir machen doch was. Und was ist mit dir? Big World ist verschwunden und ihr sitzt nur so da. Ich hab gedacht, da wären wir uns bereits einig. Also ich muss rausfinden, was mit ihm ist? Hey, willst du meinen Rat hören? Klar. Vergiss es. Wer nicht wagt, der nicht verliert. Ist immer mein Lebensmotto gewesen. Crank, das Idol von Millionen ist weg und das ist allen vollkommen egal. Warum geht niemand auf die Straße und protestiert? Das ist doch... Genau das tun jetzt einige. Überrascht gehen die Freunde nach draußen, wo sich eine große Robotermenge versammelt hat, die ziemlich wütend aussieht. Wow, das war toll, mein hellsehender Freund. Und jetzt sag, vom Himmel soll Geld herabregnen. Aber Rodney ist kein Hellseher.
Die Demonstranten rufen nämlich nicht nach Mr. Big Weld, sie fordern Ersatzteile, die Jack Hammer leider nicht mehr liefern kann. Leute, es tut mir leid. Ist alles ausverkauft. Ab sofort gibt's bei mir keine Teile mehr. Bloß noch Upgrades. Aber ich mag mich so, wie ich bin, sehr gern. Wir können uns keine Upgrades leisten. Da kommt der Typ, der Fenders Hals repariert hat. Ja, der repariert Roboter. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass Rodney mit einfachen Mitteln Altmodelle reparieren kann. Und Jack Hammer bestätigt das. Ja, der Junge kann was für euch tun. Halt dich fest, du wirst gleich ziemlich beliebt sein. Wir nehmen nur Privatpatienten. Was? Ach, kommt einfach alle her. Teile, Mann. Ich brauche unbedingt Teile. So schlimm siehst du gar nicht aus. Das war eine glatte Fehldiagnose. Denn vor Rodneys Augen fällt der arme Kerl einfach auseinander. Sofort stürzen sich die anderen Roboter auf ihn. Hey, Freunde, es gibt Teile! Teile! Augenblick, Augenblick! Was ist los mit euch? Ihr solltet euch wirklich allesamt schämen. Warum hast du bitte zwei Nasen? Eine zum Putzen, eine zum Benutzen. Rodney verhindert, dass sich die Rostys einfach bedienen, obwohl es vielen wirklich sehr, sehr schlecht geht. Ich fühle mich neuerdings wie gerädert. Ich verliere mein Verstand. Ich habe einen Sprung in der Schüssel. Zurück mit euch, zurück mit euch. Er hat selber Träume, die nie wahr werden. Enttäuscht ziehen sie sich zurück. Bedarf geweckt, Bedarf gedeckt. Wartet! Wen darf ich alles verarzten? Hier mich! Rodney hat alle Hände voll zu tun. Mit Fantasie und minimalen Mitteln repariert er einen Roboter nach dem anderen. Seine Freunde unterstützen ihn dabei. Und schon bald sind alle Rostys verarztet. Ihr neuer Held weiß nicht, dass er einem mächtigen Roboter einen Strich durch die Rechnung macht. Ganz ruhig, ich bin's, deine liebe Mutti. In Ratchets Büro taucht urplötzlich die Herrscherin der Roboterpresse auf. Wie kommst du in mein Büro? Ich bin durch den Lüftungsschacht gekommen. Du willst ja auf keinen Fall, dass mich hier jemand sieht. Also was gibt's? Irgendjemand repariert sie einfach. Was? Jemand da draußen repariert Altmodelle und alle lachen sie über dich. So? Und bist du sicher, dass sie nicht mit mir lachen? Ja. Gut, dann repariert eben irgend so ein Verrückter ein paar Altmodelle. Was kümmert mich das? Denk nach. Wozu habe ich denn die Gehirne für dich gestohlen? Heute ist es einer, aber was ist morgen, wenn jeder plötzlich der Meinung ist, das geht in Ordnung? Wir können uns selber reparieren. Upgrade brauchen wir gar nicht. Wir wollen Big World. Was wird dann wohl aus dir? Okay, nur kein Stress. Wir sollten also schnell herausfinden, wer das ist und ihn aufhalten. Nicht bloß aufhalten. Auseinandernehmen. Kaputt machen. Rodney ahnt natürlich nichts von der Gefahr, in der er schwebt. Erschöpft sitzt er in Tante Fannys Esszimmer, das kurzerhand in eine Reparaturwerkstatt umgewandelt wurde. Puh. Wartet da draußen noch jemand? Ich sehe mal nach. Vor dem Haus warten schon wieder verbeulte Patienten und es werden immer mehr. Was hast du erwartet, Rodney? Big World war weg. Auf den Straßen waren die Feger. Aber dann kam Copperbottom. Mir laufen Stromstöße den Rücken runter bei den Gedanken. Ich bin nicht Big World. Diese Roboter brauchen Teile. Rodney hilft, wo er kann. Aber ohne Ersatzteile ist auch er machtlos. Neue Teile werden aber nicht mehr hergestellt und alte sind nicht mehr zu bekommen. Mutlos lässt er den Kopf sinken. Hier ist die Post! Copperbottom, ich hab hier was von deiner Mom. Als Rodney den Brief liest, wird er leichenblass. Ist irgendwas passiert? Traurig starrt er ins Leere. Also schnappt sich Fender den Brief. Sein Vater steht mit einem Bein auf dem Schrottplatz. Und wenn man keine Teile für ihn auftreibt, hat er nur noch ein paar Kilometer zu laufen. Rodney, machst du dir große Sorgen um deinen Dad? Möchtest du nach Hause zu ihm? Auch wenn ich nach Hause fahre, ich kann ihm nicht helfen. Es gibt keine Ersatzteile. Ja, kleine Reparaturen können Mr. Copperbottom nicht mehr helfen. Es gibt nur einen, der Rodneys Vater jetzt noch retten kann. Wir müssen dringend zu Big World. Nur der bekommt die Sache wieder in die Reihe. Aber wie können sie Big World finden? Wo sollen sie ihn suchen? Wonderbot hat eine Idee. Er will uns was sagen. Was gibt's, Kleiner? Was ist los? Big World! Geht? Tanzen! Natürlich! Der Big World Ball! Was wäre ein Big World Ball ohne Big World? Na, das ist es doch! Ich werde auf den Big World Ball gehen. Was? Das ist das vornehmste Fest des gesamten Jahres. Da lässt man dich gar nicht erst rein. Als normaler Roboter hat Rodney wirklich keine Chance. Aber als Graf? Am Tag des Balls stehen Fender, bekleidet mit einem noblen Metallumhang, und Rodney in glänzender Rüstung vom Pförtner.
Kann ich was für Sie tun? Ich glaube vielleicht, Sie können. Das ist Rodrigo Graf Druck von Knopf, ehemals Graf Schnürr zu Senkel. Schnürr? Wo sind Trompeten? Man hat uns Trompetenverfahren zur Ankunft des Grafen versprochen. Zerknirscht wendet sich Fender an den angeblichen Grafen. Verzeiht, euer Gnaden, orfeigt mich, bis ihr zufrieden seid. Er ist zufrieden und ich habe selber auch was davon gehabt. Ich muss, Sie stehen nicht auf der Liste. Ihr was? Noch eine. Oh, gracias. Schön, ihr verschwindet. Sie müssen Ihre Vorgesetzte klar machen, wieso wir nicht dabei waren bei Ihrem kleinen Tanzvergnügen, Ihrem Ringelbeats, was immer es ist. Wir werden gehen. Unter Protest. Nein, bitte. Treten Sie ein. Eine Frage. Würde mich der Graf auch gern ohrfeigen? Der Graf Sie ohrfeigen? Was sich einige Leute bloß einbilden. Ich werde Sie in seinem Namen ohrfeigen. Au! Oh, Dankeschön, Euer Gnaden. Ja. Fender hat es tatsächlich geschafft. Er und Rodney sind auf dem vornehmsten der vornehmen Bälle, dem Big World Ball. Gut, teilen wir uns auf. Wenn du Big World siehst, kommst du und holst mich. Wonderbot schwirrt los. Wenn irgendwas schief läuft, geben wir uns ein Zeichen. Was für ein Zeichen darf es denn sein? Etwas eher Dezentes? Wie? Oder? Rigola! Sehr dezent. Alle Augen richten sich auf Fender. Also an die Arbeit. Zum Glück hat Ratchet die beiden nicht bemerkt. Er flirtet mit Cappy, seiner hübschen Angestellten. Also Cappy, ich finde es sehr nett, dass du mich auch mal so erlebst, fern der Arbeit. So lernst du mal meine lockere, spaßige Seite kennen. Cappy schläft fast ein bei diesem spaßigen Vortrag. Also, wo waren wir? Das gilt auch für zwei andere Ladies. Gelangweilt schauen sie sich um. Es ist nie ein einziger interessanter Mann auf solchen Partys. Hallo, ihr Süßen. Fender von Fender, immer zu Diensten. Hi, ich bin Loretta. Mit einer galanten Verbeugung und einem weniger galanten, dafür aber stürmischen Handkuss, gewinnt er die Aufmerksamkeit der schönen Loretta. Jeder Mann, der sich so mies kleidet wie du, muss ein exzentrischer Milliardär sein, habe ich recht? Da schweigt der Kenner und wirbelt die Schöne stattdessen im Kreis. Meine Damen und Herren Roboter, jetzt auf der Bühne der Riese unter den Robotern, der Meister des Metalls, Mr. Phineas T. Ratchet. Dankeschön. Wir kommen nun an den Punkt des Abends, an welchem mir die immense Ehre zuteil wird. Entschuldigung, bitte. Mr. Big World. Darauf hat Rodney nur gewartet. Schnell schiebt er sich näher an die Bühne heran, auf der Ratchet seinen Auftritt sichtlich genießt. Der heute Abend unglücklicherweise verhindert ist. Was? Er lässt seine Entschuldigung übermitteln, schickt uns Grüße und eine kleine bunte Gebäckmischung. Er kommt nicht? Ratchet lässt sich von Rodneys Kostümierung nicht täuschen. Er erkennt ihn sofort wieder. Und was hast du auf diesem Ball verloren? Was haben Sie mit Big World gemacht? Woran liegt's, dass wir ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen, ha? Alles klar. Sicherheitsdienst, wir haben einen Eindringling. Ja, das ist wahr. Ich habe mir diesen ganzen Schrott angezogen, um hier reinzukommen, zu Big World zu gehen und ihm zu sagen, dass Sie Millionen von Robotern zu Altmodellen machen. Und ich kenne mich da aus, weil ich sie von morgens bis abends repariere. Du. Jetzt hat er zu viel verraten. Schon umklammern die Sicherheitsroboter Rodneys Arme mit eisernem Griff. Leider ist Fender abgelenkt. Hingebungsvoll schwingt er mit Loretta das Tanzbein. Endlich dringt Rodneys verzweifelter Hilfeschrei zu Fender durch, der sich nur schwer von seiner Tanzpartnerin trennen kann. Meine Liebe, ich höre, ich habe noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich eile, ich liege. Sein Freund braucht jetzt wirklich dringend Hilfe, denn der Sicherheitsdienst bekommt von Ratchet eindeutige Anweisungen. Unternehmt mit ihm eine Spazierfahrt. Und wenn ihr wiederkommt, bringt mir sein exaktes Gewicht im Büroklammern mit. Das will Cappy nicht zulassen. Nein! Nein? Ich werde ihn rausbringen. Du willst doch keinen Aufstand vor Publikum, oder? Das leuchtet mir ein. Und wenn ich zurück bin, dann zeige ich dir meine lockere, spaßige Seite. Oh, du! Los, beweg dich! Was? Was soll das werden? Was wohl? Ich rette dir das Leben. Dummerweise versteht Fender die Situation ganz falsch. Er stellt sich der jungen Frau in den Weg. Nein, lass sie bitte gehen! Zieh dich! Jetzt weiß Ratchet, dass Cappy seinem Feind helfen will. Ergreift ihn! Fender, los jetzt! Du kennst ihn? Ja, und Loretta kennt ihn auch. Fender, warte auf mich! Wonderbot,
Gemeinsam laufen sie über die Tanzfläche auf den Ausgang zu. Draußen auf dem leeren Werksgelände holen ihre Verfolger schnell auf. Endlich sind sie am Eingangstor. Hey, Tim, ich will zu Mr. Big World. Ah, du schon wieder. Natürlich schließt der Wächter sofort das Tor. Die Sicherheitsroboter sind noch drin. Die Freunde draußen. Das war ja Wahnsinn. Wohin jetzt? Ich werde dich zum Bahnhof bringen, Rodney. Was? Auf keinen Fall. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Dein Kopf endet noch als Ratchets Kühlerfigur. Egal, solange ich Big World nicht gefunden habe, fahre ich nicht weg. Das ist keine... Kannst du mich nicht zu ihm bringen? Ich muss vollkommen bescheuert sein. Und Fender ist verrückt. Verrückt nach Loretta. Deshalb geleitet er sie nach Hause, während sich Rodney, Cappy und Wonderbot auf den Weg zu Mr. Big World machen. Cappy weiß zwar nicht, wo ihr ehemaliger Chef ist, sie weiß aber, wo er wohnt. Schon bald stehen die drei vor einer großen, runden Tür, vor der sich ein Berg Zeitungen türmt. Sie klingeln und klingeln, aber es rührt sich nichts. Okay, war ein Versuch. Verschwinden wir. Nein, 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 irgendwas stimmt nicht. Sieh dir mal die Zeitungsberge an und die viele Post. Ach komm schon, die tragen bestimmt seit Jahren keine Zeitung mehr aus. Mit all seiner Kraft drückt der junge Erfinder gegen die Eingangstür. Überrascht treten sie ein. Eine große, knarrende Tür. Na, das passt ja. Das kugelrunde Zimmer ist voller Geräte und Werkzeuge. Oh, Wahnsinn. Sieh dir das an. Wir sind tatsächlich in Big Wells Werkstatt. Die kenne ich noch von damals aus der Fernsehsendung. Geht das auch etwas leiser? Wir dürfen hier überhaupt nicht sein. Weißt du, was das hier ist? Das sind die Originalskizzen von Big Wells Erfindungen. Seine Handschrift, siehst du? Das ist ja eigenartig. Warum hat er mittendrin aufgehört? Da bemerkt Rodney eine aufgestellte Bahn von Dominosteinen. Oh, und hier. Weißt du noch? Sowas hat er ja immer in seiner Sendung. Rodney, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber... Wieso die wohl so staubig sind? Warte, tu das... Der erste Stein fällt um, plumpst gegen den nächsten und löst eine Kettenreaktion aus. Ein Dominostein nach dem anderen fällt um. Die Dominobahn verzweigt sich und die umgefallenen Steine ergeben ein riesiges Bild, das Big World in voller Größe zeigt. Da habe ich wohl einen ziemlichen Stein ins Rollen gebracht, oder? Die Kettenreaktion geht weiter. Unzählige Dominosteine fallen und branden gegen einen unvorstellbar großen Stein. Als dieser umfällt, werden alle kleinen Steine hochgeschleudert. Wie ein Wasserfall ergießt sich die Dominoflut in den nächsten Stock. Was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich mach sowas in der Art nicht regelmäßig. Und in dieser Flutwelle taucht Big World auf. Yeah! Ja! Big World! Leider hapert es mit der Landung. Unsanft plumpst Mr. Big World auf den Boden der untersten Etage seines Hauses, direkt vor Cappys Füße. Wer ist der König der Brandung? Geht's ihm gut? Naja, wenn man bedenkt, dass ich ein fetter Opi bin, der soeben ziemlich abgestürzt ist, geht's mir fantastisch. Wer bist du überhaupt? Lass hören. Ich bin Rodney. So, und wo du bist, bleibt ein Stein auf dem anderen, habe ich recht? Kommt her, stellen wir sie wieder auf, aber diesmal größer. Sir, ist das alles, woran Sie gearbeitet haben? Deswegen bekommt Sie niemand mehr zu Gesicht? Ach, junger Mann, Quasselstrippen sind aus der Mode. Aber wir stecken in einer schlimmen Krise, Mr. Big World. Wir müssen uns unterhalten. Junge, ich muss dir was sagen. Du machst einen ganz miesen ersten Eindruck auf mich. Bitte, er ist ihr größter Fan. Und noch was, er ist Erfinder, genau wie Sie. Naja. Zeig ihm, was du gebaut hast. Eine Spielerei? Einen hast du nicht gesehen? Ein Apparillus? Rodney holt die Kaffeekanne hervor. Nur zögernd späht Wonderbot daraus hervor. Los, hab keine Angst. Zeig Mr. Big World, was du kannst. Ziellos torkelt der kleine Kerl durch die Luft. Na los, keine Sorge. Wonderbot weiß, dass er auf Big World einen guten Eindruck machen soll. Aber genau das macht ihn panischer. Und so passiert das Unglück. Eine Sicherung brennt durch. Bewegungslos fällt Wonderbot zu Boden. Ist das eins von diesen Auslaufmodellen? Unter Druck wird er leicht nervös, aber... Junge! Ich gebe dir mal einen freundschaftlichen Rat. Ja? Gib auf. Was? Sie sagen mir, ich soll aufhören? Ich habe gesagt, gib auf. Aber aufhören trifft es ganz genauso. Haben Sie das auch getan?
Sitzen Sie deswegen untätig hier rum, während Ratchet Roboter wie meinen Vater zu Altmodellen macht? Kleiner, man muss akzeptieren, wenn man abgesägt wurde. Aber Sie sind Big World. Sie kriegen einfach alles wieder hin. Dachte ich früher auch. Ich wollte mit der Firma das Leben aller besser machen. Weiter nichts. Mit Ratchet trat das Geldverdienen an die erste Stelle. Auf einmal gehöre ich zum alten Eisen. Bin ein Altmodell. Geh nach Hause, mein Junge. Wenn er mich besiegen konnte, dann besiegt er dich auch. Aber die Welt, die du suchst, hat aufgehört zu existieren. Du kommst zu spät. Versuch's mit einem anderen kindischen Traum. Würdet ihr mich jetzt entschuldigen? Ich bin sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ja, das sehe ich. Und es war mein größter Wunsch, einmal so zu werden wie ihr. Zur gleichen Zeit irgendwo in Robot City verabschiedet sich Fender von seiner zauberhaften Loretta. Aber im Gegensatz zu Rodney ist er glücklich. Au revoir, mein Engel. Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Danke, dass du mich den Berg raufgetragen hast. Also dann, bis morgen. Ich zähle die Sekunden. Ich bin jetzt schon bei 4. Du verrückter Schamwolzen. Ja, ich bin nach dir verrückt. Gute Nacht. Der verbeulte rote Roboter ist im Liebestaumel. Tanzend läuft er durch die nächtlichen Straßen. Mein Leben hat sich gewendet. Er merkt nicht, dass sich von hinten ein Feger nähert. Ab sofort bin ich ein Gewinner! Das hier, du! Ich lebe noch! Das kann ich nicht machen! Tür auf! Mach die Tür auf! Nach einiger Zeit öffnet sich tatsächlich Fenders Gefängnis. Tür zu! Tür zu! Die Roboterpresse. Das ist der schlimmste aller Orte. Unerbittliche Schrottroboter schmeißen ihn auf ein Vorderrad. Hoch über ihm leuchtet der feurige Schmelzofen. Dort endet das Band und dorthin wird Fender transportiert. Ein großes rotierendes Metallsägeblatt taucht vor ihm auf. Mit weichen Knien versucht Fender gegen die Fahrtrichtung zu laufen. Er bleibt in einer Sprungfeder hängen und fällt in die Tiefe. Zum Glück verhakt sich die Sprungfeder am Förderband. Kopfüber baumelt der rote Roboter ein Stockwerk tiefer in der Luft. Doch es kommt noch schlimmer. So, Mutti, hier lang? Unter ihm führt Ratchet seine Mutter, die die Augen geschlossen hält, zu einem großen, glänzenden Fahrzeug. Lass mich gucken, bitte. Ich halte nicht mehr aus. Hier wird nicht geschummelt, es ist eine Überraschung. Was für ein böser Junge du bist. Und gucken. Für mich. Eine Klappe öffnet sich. Riesige Metallkrallen schießen aus dem Fahrzeug und beginnen sich zu drehen. Er wartet nur auf seinen Einsatz, getreu den Worten, Fegen bringt Segen. So sieht also die neue Generation der Feger aus. Sie kehren nicht nur, sie schreddern auch gleich. Ich habe übrigens rausgekriegt, wer die Altmodelle repariert. Und diese Schmuckstücke schreddern ab morgen seine kaputten Freunde und all die anderen wandelnden Schrotthaufen, die ich nicht mehr sehen kann. Fender ist entsetzt. Er muss hier weg. Er muss sich befreien. Verzweifelt klammert er sich an ein drehendes Zahnrad. Doch die Sprungfeder hält. Sie dehnt sich nur noch weiter aus. Fender lässt das Zahnrad los und die gedehnte Sprungfeder schnellt in sich zusammen. Wie ein Bungee-Springer wird er nach oben katapultiert. Leider landet er wieder auf dem Förderband. Und zu allem Überfluss ist er jetzt auch noch zweigeteilt. Sein Unterkörper ist abgerissen. Mit den Händen schiebt Fender seinen Oberkörper übers Band und versucht so der Metallsäge zu entkommen. Da sieht er auf dem Förderband ein intaktes Beingestell. Schnell schraubt er es sich an. Es passt, aber es ist ein Frauenmodell mit farblich abgestimmtem Minirock. Egal, wenigstens kann er jetzt rennen. Im letzten Moment wagt Fender den Absprung. Er stürzt bis in den Keller hinab. Schnell macht sich Fender aus dem Staub und bringt sich in Sicherheit. Auch Rodney ist endlich bereit zu fliehen. Big World hat ihn enttäuscht. Es wird keine neuen Ersatzteile für seinen Vater geben und Ratchet will ihm an den Kragen. Rodney will nur noch nach Hause. Nach Rivertown bitte. Einfach. Während Cappy die Fahrkarte kauft, telefoniert Rodney mit seinen Eltern. Hallo, Mom. Ach, mir geht's bestens. Wie geht's dir? Und Dad? Ich stehe gerade hinter ihm. Ich gebe ihn dir mal. Hey, mein Großer. Na, wie läuft alles? Hallo, Dad.
Erzähl, wie geht's dir? Ach, wunderbar, wunderbar. Ich bin bloß gerade nicht so in Form. Nein, wir tun uns nur etwas schwer, für deinen alten Herrn ein paar Teile zu finden. Sonst ist alles in Ordnung. Aber egal, reden wir über dich. Was hast du für einen Job gefunden? Wie ist Bigwell so? Hast du ihn getroffen? Ja, hab ich. Aber... Was ist los, Junge? Es ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, Dad. Es ist nicht... Ich kann nicht... Ich verstehe. Ich hab dich enttäuscht. Nein, 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 nein. Du könntest mich nie im Leben enttäuschen, Rodney. Pass auf. Ich weiß, es ist schwer, Rodney. Aber ein Traum, für den du nicht gekämpft hast, verfolgt dich vielleicht für den Rest deines Lebens. Ja, Dad. Es liegt ganz bei dir, Junge. Mit Tränen in den Augen legt Rodney auf. Hey, da ist der Tante Fanny. Du kannst noch nicht gehen. Hier ist dein Koffer. Danke, Tante Fanny. Aber ich... Weißt du, die anderen wollten auch zum Verabschieden mitkommen. Und wieso sind sie nicht da? Hm? Oh, sie sind da. Rodneys Freunde purzeln aus Tante Fannys Hinterteil heraus. Zurück, teilen wir uns aber ein Taxi. Sie sind wirklich alle gekommen. Nur Fender nicht. Doch da taucht ein merkwürdiges Wesen am Fahrkartenschalter auf. Mit Minirock und Metalllocken. Schnell machen Sie schon. Einmal nach irgendwo. Einfach. Fender? Ich habe eine Schwester. Eine hässliche Schwester. Hey, ich verrate euch was. Es sind die Feger. Sie fegen Altmodelle auf und verschleppen sie. Was heißt sie? Uns? In Madame Gaskets Roboterpresse? Dreimal dürft ihr raten, wer dahinter steckt. Ratchet. Ihr wollt nicht raten? Kommt schon. Ich bin hergespurtet auf diesen Absätzen. Kommt schon, ratet. Ratchet. Ratchet. Hör mich an, hör mich an. Wir überleben keine Woche. Okay, okay, reg dich ab. Ich habe einen Plan. Wir steigen alle in den Zug. Ja. Ja. Augenblick, halt. Ihr wollt alle aufgeben? Du hast angefangen. Aber ich höre jetzt auf. Mein Fehler war anzunehmen, dass Bigwell den Kampf für uns führen würde. Das wird er nicht. Wir müssen selber ran. Doch Bigwell scheint es sich anders überlegt zu haben. So produktiver aufgeben auch nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Es ist der Big Boss. Oh, mir schlägt die Pumpe bis zum Hals. Kleiner, wenn du kämpfen willst, bin ich dabei, an deiner Seite. Wirklich? Hey, wer ist das Rasseweib mit dem flotten Hinterteil? Aber wieso? Keine Ahnung, ich bin ein kräftiger Junge und ich mag Frauen. Nein, 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 wieso sie uns helfen wollen? Ach so, ganz einfach. Weil ich einmal so werden will wie du. Dann legen wir los. Auf geht's, dann geben wir Ratchet gehörig eins aufs Blech. In Bigwells Auto machen sich alle auf den Weg zu den Bigweld-Werken. Dort telefoniert Ratchet gerade mit seiner Mutter. Mutti, ich bin erwachsen, okay? Also schreib mir nicht vor, wie ich Bigweld umzubringen habe. Ich mache es heute. Und zwar wie ich will, wo ich will und womit ich will. Zum Glück hat sich Mr. Bigweld für den Kampf entschieden. Mit neuem Tatendrang steht er vorm Eingang des Firmengebäudes. Rodney und Cappy schauen ihn fragend an. Also dann, Vorstandszimmer in 10 Minuten. Ich will euch beide oben sehen. Mr. Bigwell, sollen wir mitkommen? Nicht nötig. Ihr wartet hier und passt auf Daddys Limousine auf. Zu Befehl. Ich gehe mal jemandem kräftig in den Popo treten. Gut gelaunt zwinkert er Cappy zu. Dein Schatz ist übrigens ein richtiges Genie. Was? Er ist nicht mein Schatz. Ist er? Bin ich? Endlich wieder zu Hause. Tschüssi. Der riesige Roboter rollt schwungvoll durch die Eingangshalle. Sagen Sie Ratchet seine 10 Uhr Verabredung sei da. Wird gemacht, bin schon dabei, Chef. Endlich. Endlich ist der wahre Boss wieder da. Alle sind begeistert. Nur Ratchet nicht. Nein, nein, sagen Sie mich mir nicht da. Sagen Sie ihm sonst was, aber lassen Sie ihn nicht rein. Ratchet! Ich bring's gleich auf den Punkt. Was ist passiert? Keine Dominosteine mehr. Ich schicke ihn gern noch mehr. Du bist gefeuert. Gefeuert? Mit welcher Begründung? Diese Firma hat noch nie so viel Gewinn abgeworfen. Gewinn? Gewiss. Und jetzt raus. Nein, warten Sie. Bitte hören Sie mich an. Das können Sie mit mir nicht machen. Dieser Job ist mein Leben. Er bedeutet mir unendlich viel. Was habe ich nicht alles getan, um hier zu landen? Ich habe gelogen, betrogen. Ich habe Leben ruiniert. Nee, das bringt keine Punkte. Schon greift Bigwell zum Telefon. Den Sicherheitsdienst, sofort! Halt! Ich flehe Sie an! Gestatten Sie mir noch eine tief empfundene Bitte? Ratchet nimmt ihm den schweren Telefonhörer ab. Na gut, was willst du sagen? Das! Und lässt ihn auf Bigwells Kopf sausen. Du meine Güte, ich bin genauso irre wie Mutti! Als Rodney und Cappy endlich ins Vorstandszimmer kommen, will der Sicherheitsdienst den benommenen Bigweld gerade abführen. Bringt den Fettsack in die Roboterpresse und schreibt meinen Namen auf seinen Parkplatz.
Lasst eure Finger von ihm! Ja, klar. Lass es, Kleiner. Du hast verloren. Es ist vorbei. Euren Freund Big Whale schmält sich ein. Zu Rohstoff für die neuesten Upgrades. Zusammen mit dir, deiner bescheuerten Kaffeetasse und Cappy. Da greift Wonderbot ein. Seine beweglichen Arme umschlingen die Beine der Sicherheitsroboter. Schnell springt Rodney auf Mr. Big Whales Rücken und Wonderbot schubst den kugeligen Riesen an. So walzen sie die Sicherheitsroboter nieder, rollen zum Fenster und brechen durch. Rodney klammert sich auf dem kugelförmigen Körper fest. Da landen sie auf einem Dach, rollen weiter abwärts und prallen auf eine Kugelbahn. Wie auf einer Kanonenkugel rast Rodney an Piper und den Freunden vorbei. Oh, da ist Rodney! Er hat offenbar Probleme! Ja, denn jetzt wird er auch noch von Sicherheitsrobotern verfolgt. In diesem Augenblick stürzt Cappy aus dem Firmengebäude. Ich halte den Rücken frei! Sie verwandelt ihre Stöckelschuhe in Rollerskates, jagt hinter den Verfolgern her und katapultiert einen nach dem anderen aus der Bahn. Leider nehmen nun auch die Magnetmobile die Verfolgung auf. Cappy weiß, dass sie gegen die großen, einrädrigen Fahrzeuge keine Chance hat. Aber sie hat eine Idee. Genau wie Piper. Kommt, Leute, helfen wir Rodney! Nein, Piper, du bleibst hier. Das kannst du vergessen. Seien wir ehrlich. Wo wir hingehen, gibt's mächtig den Po voll. Also egal, was aus uns wird, geh und mach was aus dir. Du bist das Einzige, was ich zurücklassen kann. Mach's gut. In Bigwells Auto brausen Fender und seine Freunde los. Ihr habt recht, Piper. Es gibt einen mächtigen Po voll. Nur Piper und Funny bleiben zurück. Wie ein Kugelblitz rollen Bigwell und Rodney durch die Stadt. Da senkt sich eine Metallscheibe über sie und zieht sie an. Es ist ein Magnetmobil und am Steuer sitzt Cappy. Leider hatte Ratchet die gleiche Idee. Sein Magnet senkt sich nun über den von Cappy. Jetzt hängen die beiden Fahrzeuge zusammen und dazwischen kleben Big Weld und Rodney. Okay, Männer, wir haben sie genau da, wo sie uns haben wollen. Fender dirigiert Bigwells Limousine zwischen die Magnetmobile direkt unter die Gefangenen. Fahrt mich rauf! Die Freunde schieben ihn aus dem Autodach nach oben. Rodney, wir sind hier, um dich zu retten! Doch die beiden Magnetscheiben ziehen auch Fender an. Und die Freunde, die ihn festhalten wollen, ebenfalls. Jetzt kleben alle fest. Was sagt ihr? Wie läuft's bisher? Eigentlich nicht gut. Aber als Ratchet über eine Rampe rast, wird der elektromagnetische Kontakt kurzzeitig unterbrochen. Rodney kommt frei und weiß nun, wie er die Freunde retten kann. Der Stecker! Festhalten, Leute! Ich muss auf die andere Seite! Über die Körper der anderen balanciert er zu Ratchets Fahrzeug und zieht den Stecker des Magnetarms ab. Die beiden Fahrzeuge sind getrennt. Da taucht vor ihnen die Roboterpresse auf. Ratchet fährt hinein. Doch Cappy reißt das Steuer herum. Sie verliert die Kontrolle. Die Freunde fallen von Cappys Magnetarm ab. Big Weld rollt direkt auf die Fabrik zu und verschwindet darin. Die Roboterpresse. Das war's. Spiel vorbei. Es ist nicht vorbei. Jetzt haben wir die Chance zu glänzen. Jetzt wird es aber höchste Zeit, denn Big Weld schwebt in einem Förderkorb dem Schmelzofen entgegen. Gaskett, du bist ein kranker, böser, kaputter Roboter! Ich tue, was ich kann. Da stoppt der Förderkorb. Rodney hat ein Stemmeisen ins Zahnrad geklemmt. Ach, wie nett! Ich habe Besuch. Wer sind diese Vollversager? Wir, mein Herr! Ich bin eine Frau. Autsch! Wir befreien unseren Freund, du böse Bolzenbestie! Und du wirst gleich besiegt werden von genau den Altmodellen, die du so spähst und verachtest! Ja, weil wir nämlich sieben sind. Tja, und du bist nur eine. Das stimmt leider nicht so ganz, denn hinter Madame Gaskett taucht eine ganze Roboterarmee auf. Schon gut. Wir sind sieben und ihr? Acht, neun? Hast du den damit gezählt? Ich glaube schon. Könnt ihr mal aufhören, euch zu bewegen? So kann ich nicht arbeiten! Ich glaube, ich habe ein Doppelt gezählt. Da du gerade zählst, zähl die! Und dann rollen auch noch die neuen Feger heran. Oh. Auf einem davon sitzt Ratchet. Dieser Tag wird für all die vielen Altmodelle der letzte auf Erden. Doch da stürmt Piper in die Fabrik. Hm? Und mit ihr all die Rosties, denen Rodney geholfen hat. Habe ich den Po voll verpasst? Nein. Du bist sogar noch zu früh. Und das sind sehr, sehr viele. Angriff!
Der Kampf beginnt. Mutig stürzen sich alle ins Gefecht. Nur Madame Gasket nicht. Mit ihrer Schwebevorrichtung bringt sie sich aus der Gefahrenzone. So sieht sie, dass Rodney Big Wave befreien will. Heimtückisch nähert sie sich den beiden, die direkt vorm Schmelzofen schweben. Wonderbot erkennt die Gefahr und greift Ratchets Mutter an. Mit Metallrohren fechten sie gegeneinander. Madame Gasket holt zum vernichtenden Schlag aus. Schnell umschlingt Wonderbot ihr Metallrohr und fliegt blitzschnell um sie herum. Wie ein Kreisel dreht sich Madame Gasket in ihrer Schwebevorrichtung. Dann lässt der Kleine los. Rodney und Big Welt können sich auf eine Empore retten. Von hier sehen sie, dass sich ihre Freunde zwar tapfer schlagen, dass sie aber gegen die neuen Feger kaum eine Chance haben. Das gibt ein Riesenölbad. Herrlich! Denkst du dasselbe, was ich denke? Auf jeden Fall! Rodney löst die Verankerung der riesigen Metallsäge. Bedarf geweckt! Bedarf gedeckt! Das Sägeblatt saust nach unten. An sowas habe ich dabei eher nicht gedacht. Die Feger fallen um und Ratchet wird in die Luft geschleudert. Hoch oben klammert er sich an seiner Mutter fest, die kurz vor dem Schmelzofen an einer Kette hängt. Was soll das werden? Ah! Oh, lass mich los! Lass mich los! Tu, was ich dir sage! Geh runter! Aber Ratchet lässt nicht los. Da reißt die Kette. Madame Gasket wird in den Schmelzofen geschleudert und Ratchet landet neben seinem gefesselten Vater. Seine glänzenden Körperteile liegen unter ihm im Altmetall. Meine Upgrades! Rodney und seine Freunde haben die Schlacht gewonnen. Komm mit, Rodney! Öffnen wir die Tore der Big Weltwerke für immer und ewig! Augenblick! Eine wichtige Sache muss ich vorher noch erledigen. Rodney will nach Hause. Zu seinen Eltern. Seine Freunde und Mr. Big Welt begleiten ihn natürlich. Rodney ist da! Rodney? Ist alles in Ordnung? Komm mit raus, schnell! Mr. und Mrs. Copperbottom stürmen hinaus auf die Straße. Rodneys Vater erstarrt. Was ist hier los? Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Rodney? Dad! Ich möchte dir gern jemanden vorstellen. Ist das? Das ist Big Weld, Dad. Der größte Roboter der Welt. Abgesehen von dir. Ich habe gehört, dass sie ein paar Ersatzteile brauchen. Naja, ich will mich nicht beklagen. Na, umso besser. Ich habe genug Teile mitgebracht, um zwei von ihnen zu bauen. Mr. und Mrs. Copperbottom, ich habe den weiten Weg gemacht, um Ihnen persönlich mitzuteilen, dass Ihr Sohn Rodney, der Mann, der mir Feuer unter meinem dicken Titanhintern gemacht hat, von jetzt an meine rechte Hand ist und darüber hinaus mein zukünftiger Nachfolger. Überglücklich umarmt Rodney seine Eltern. Junge. Dad, ich weiß, dass du immer ein schlechtes Gewissen hattest, weil du mir nicht so viele Sachen schenken konntest. Aber du hast mir etwas viel Wichtigeres geschenkt. Du hast an mich geglaubt, Dad. Von der Stunde deiner Geburt an. So, und jetzt möchte ich, dass dein Traum in Erfüllung geht. Er überreicht ihm ein ungewöhnliches Musikinstrument. Es erinnert an eine Trompete, aber es kann viel mehr. Du hast gesagt, du wolltest immer ein Musiker werden. Sei ein Musiker. Und jeder soll zuhören. Habt Nachsicht mit mir. Ich bin etwas eingerostet. Damit wäre unser Happy End im Eimer. Nö, das ist eine Mischung aus Jazz und Funk. Nennt sich Jump. Jetzt tobt die Menge. Alle tanzen. Ich liebe dich, Herr. Mr. Big Welt tanzt mit Tante Fanny. Fender! Loretta, mein Vögelchen! Fender tanzt mit Loretta und Rodney mit Cappy. Tja, viele kleine und große Träume sind nun in Erfüllung gegangen. Und die Zukunft verspricht allen ein besseres Leben. Das nennt man Happy End.